Herzlich willkommen, lieber Löwe, hier auf Kleopatra Orakel. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und wir starten mit dem Reading für die kommende Woche. Ich hoffe, du hast dir das Reading für die Woche als Energy Update schon angeschaut. Und ich freue mich sehr, dass wir in eine etwas neuere Energien reinkommen, weil wir dadurch natürlich auch mehr Möglichkeiten, damit unsere Zukunft zu gestalten, auch bilden. Und die Energien für diese Woche bilden Abschluss und Neubeginn irgendwo in sich. Und bei dir habe ich auch tatsächlich eine Asche gesehen, die du aus so einem Porzellanhaus ausgeschüttet hast. Du hast ihn quasi auf den Kopf genommen, hast aus dem, über den Kamin quasi die Asche herausgefordert. Kann sein, dass es eine Situation bei dir gibt, die zwar im Außen noch sehr stabil aussieht, aber eigentlich innen drin nichts mehr hergibt. Das ist alles einfach nur noch Asche. Ja? Das kann freundschaftlich sein, das kann liebestechnisch sein, das kann beruflich sein, wie auch immer. Ja? Das Haus ist noch da, aber da drin ist nur Asche. Was ist denn bitte die herausfordernde Energie für den Löwen, bitte? Also sehr viel Liebesenergie, sehr viel Heilungsenergie. Herzchakra hat sich gezeigt. Und das ist diese Asche. Siehst du das? Da ist ganz wie so eine Aschewolke, die sich da bildet. Nicht mit dem 11. September zu verbinden, aber irgendwie musste ich gerade daran denken. Aus dem Nichts zeigt sich etwas viel, viel, viel Wichtigeres. Wenn das Alte kaputt geht, wirst du erstmal die wahre Kraft dessen erkennen. Aber das ist genau die Herausforderung, ja. In einer Situation, die irgendwo aussichtslos erscheint, schmerzhaft erscheint, etwas Schönes darin zu finden, das bildet, glaube ich, tatsächlich die größte Schwierigkeit bei den Menschen überhaupt, ja. Da muss man schon wirklich eine große Größe zeigen. Sag mal, das so große Größe zeigen, klingt irgendwie bekloppt. Ja, eine spirituelle Größe auch zeigen, diesen Adlerblick zu haben und zu sagen, okay, ja, wenn eine Tür zugeht, öffnet sich eine neue, ganz einfach. Ja, die Challenge, genau. Die Challenge, genau das zu sehen. Vielleicht sogar auch die Pandora-Büchse zu öffnen. Ja, also auch das nehme ich hier wahr. Etwas, was vielleicht du schon länger wahrnimmst, aber noch nicht explizit es zugelassen hast, dass es geschieht oder passiert. Das könnte tatsächlich diese Woche geschehen. Und zwar, sobald du diese Büchse der Pandora, das kann, die Büchse der Pandora kann auch eine reine Kommunikation sein, ja, etwas auszusprechen, zu sagen, wird zu einer sehr, sehr großen Heilung führen, 15 und 51, ja. Solange das geschlossen ist, können sich auch Krankheitsbilder zeigen, ja. Sobald sie geöffnet wird, wird sich eine Heilung zeigen, mit der Sonne nochmal im Hintergrund. Also unglaublich positive Karten, wenn du den Schritt machst, ja. Gut, schauen wir mal, lieber Löwe. 38 ist auch tatsächlich auch die 11. Also 11 und 11, die Challenge eben, dieses großartige Geschenk anzuerkennen und nicht da zu verbleiben an diesem Ort, wo es nichts gibt. Und der Magier kam ihr tatsächlich auf dem Kopf heraus. Den Neuanfang, den willst du da nicht wahrhaben, weil du nicht wahrhaben willst, dass irgendeine Verbindung, die da eben so kaputt geht oder kaputt gegangen ist schon, tatsächlich nicht funktioniert. Also da hast du so deine Schwierigkeiten. Also dies zu feiern, fällt dir schwierig, ja. Das ist ja genauso wie wenn Menschen sterben, ne? Menschen, die wir lieben, sterben. Ja, eigentlich nach unserem besten Wissen, Gewissen, auch nach unseren Religionen, müssten wir es feiern. Es gibt tatsächlich Länder, die den Tod feiern. Der Schmerz aber der Menschen, die hier bleiben, ist aber meistens so groß, dass wir eben leiden. Ja? Und die
Beerdigung eher beweinen als feiern. Ne? Und das ist das, was bei dir eben so ein bisschen, da bist du blockiert. Ja? Da eine Heilung darin zu sehen und etwas Positives darin zu sehen, das wird dir schwer fallen. Ja? Genau, die Challenge anzunehmen, wird dir schwer fallen. Ja? Das ist diese Weisheit. Dieser Herrscher hier in diesem Deck ist kein Herrscher, der Kriege führt. Ja? Das ist ein Weiser. Herrscher, ja, der einfach ein Wissen besitzt, diesen Adlerblick, das Wissen von mehreren tausend oder Millionen von Jahren und Leben in sich ruht und einfach diese Wege, die unser Leben leiten, zeigt, ne, diese spirituelle Größe eben, von der ich hier gesprochen habe. Da läufst du davor noch ein bisschen weg, ja. Diese Büchse der Pandora oder die reine Kommunikation hier zu eröffnen, wird eigentlich eine sehr befreiende Geschichte sein. Ja? Aber wie gesagt, es ist schwierig. Ne? Es ist schwierig. Fünf Karten. Das ist ein geschlossenes Kreis, an dem du festhältst, ja, der sich eigentlich nicht mehr weiterentwickeln kann. Ja, es ist wie so ein, ja, wie so eine Büchse der Pandora, die man letztendlich öffnen muss, ja. Und das ist eigentlich das Thema der Woche. Ja, du hast etwas in der Hand, was du nicht zulassen möchtest, dass eine bestimmte Etappe in deinem Leben vielleicht zu Ende geht oder aber, dass ein Neubeginn für dich stattfinden kann. Irgendeine Bewusstseinwerdung, dem Herzen zu folgen, bringt hier sehr große Schwierigkeiten. Möglicherweise liegt es hauptsächlich daran, dass du jemanden nicht wehtun möchtest, ja? Dass diese Gedanken, jemanden diesen reinen Wein einzuschenken, bereitet dir Schwierigkeiten. Und ich glaube, dass du hier eine Möglichkeit bekommst, wie du das schonend jemanden beibringst oder dir selbst schonend beibringst, ja? Die Entscheidung ist eigentlich da, aber es ist blockiert in der Umsetzung. Ja? Ja, wie kann ich das jemandem antun? Wie kriege ich das hin, es schonend zu machen, also auf die weiche Art und Weise, ja? Dass jemand eben, also nicht angreifend, sondern befreiend auch für beide Seiten. Also eigentlich eine sehr schöne Idee, sollte auch so laufen, eigentlich in den meisten Fällen. Es ist nicht mehr möglich, weil in der Kommunikation, in den zwischenmenschlichen Relationen haben wir natürlich mit einer Energie, mit der zweiten Energie zu tun. Und wenn dein Gegenüber das als Angriff auf sich selbst deutet, dann wird er sich auch wehren und dann kommen Verletzungen und dann, ne, kann sein, dass sich das Ganze schaukelt. Aber das möchtest du, lieber Löwe, nicht. Das ist eigentlich ganz gut. Meine Lieben, ich werde mir jetzt gleich dein Gegenüber nochmal anschauen mit diesen Orakelkarten. Mit diesen Karten werde ich nochmal fünf Karten legen zu deinem Gegenüber. Ich glaube, dass dein Gegenüber hier noch nichts sehen, nichts hören möchte. Also blendet wahrscheinlich einiges aus, auch Entscheidungen. Ich werde mit diesen Karten nochmal eure partnerschaftliche Ebene legen und wenn ich Action sehe, werde ich nochmal Zeitkarte ziehen. Den Link für die Fortsetzung findest du in der Beschreibung des Videos sowie im ersten Kommentar von mir angepinnt und ich freue mich sehr, wenn wir uns natürlich gleich drüben sehen. Falls nicht, es ist,
Es ist einfach mein Lebensmotto. Es ist nicht wichtig, was wir tun, sondern warum wir es tun, ja. Wenn das in dir brodelt, wenn diese Geschichte präsent ist und wenn sie nach außen getragen werden sollte, und du natürlich das Gefühl hast, niemanden zu verletzen, dann ist das sehr schön und sowas wird immer unterstützt von oben. Bitte um Unterstützung von oben, ja, Engel. Vielleicht nicht unbedingt, je nach Situation, ja, wenn du einen geradlinigen Schluss brauchst, dann Erzengel Michael. Wenn du ein Wohlwollend für beide Seiten und ruhige Gespräche aus der Liebe heraus, wenn du daran glaubst, dass es möglich ist, dann den Erzengel Gabriels. Und das sind so meine Vorlieben immer für diplomatische, gut geführte, liebevolle Gespräche, dann den Erzengel Gabriel eben. Ja? Ich wünsche dir alles, alles Liebe und vielen Dank, dass du dabei warst. Tschüssi!